Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zur 92. Folge Kekser spielt Minecraft, dem Let's Play, in dem man nicht weiß, was er tut. Aber ist egal, jeder, der behauptet, er wüsste, was er tut, lügt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen vor sich hin. Nein, okay. Wir wollen eigentlich mit Villagern handeln. Ich kann mir jetzt aussuchen, entweder ich warte so lange, bis hier welche spawnen und baue hier noch ein paar Betten hin und Türen, so wie das früher mal ging. Ich würde das ganz gerne einfach nochmal versuchen. Oder aber ich baue mir jetzt eine Bahnstrecke zu dem Dorf, was ich gefunden habe. Wobei das einfach verrückt weit weg ist. So, wir haben hier eben noch Wolle, ne? Da haben wir einiges an Wolle. Machen wir jetzt mal. Bauen wir noch ein paar Betten, ein paar Türen. Ich bin mal gespannt. 30 Betten. Das ist eine Hausnummer, ne? Dafür brauche ich ein bisschen mehr Holz. Vielleicht, wäre eine Idee. Nur so eine Vermutung. Das läuft schon wieder sehr gut. Du kriegst das super hin. Du bist so eine Kanaille. Naja. Oh. Ach Mann. So viele Betten passen da gar nicht rein. Ja. Super gemacht. Da liegt jetzt die Erde rum und die Wolle rum. So was. Wir machen hier vorne erstmal ein paar Betten hin. Hier soll ja auch noch ein Haus entstehen. So, da draußen machen wir noch eine Freiluftliege. Kann man sich draußen hinlegen. So. Und da. Und dann nehmen wir eben ganz kurz die Wolle, die da noch rumfliegt. Sieht schon ein bisschen krank aus, oder? Ist nur ein Experiment. Soll nur zum Testen sein. Warum funktioniert das nicht? So, das, da kommen nur 7 raus, klar, weil... ach nee, so viel passen ja auch gar nicht hin. Schmeiße ich doch einfach mal die Erde weg. Warum baue ich hier so viele Betten hin? Natürlich, weil die Sonne untergeht. Aus welchem Grund sollte ich auch sonst hier Betten hinbauen? ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Platz haben. Ach so. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, das funktioniert natürlich super. Immer noch gerade spontan ein paar Plätze frei für ein Bett, so unter den Birken. Da vielleicht noch eins und da noch eins und dann haben wir hier noch 2. Die können... oh, das Haus wird aber auch schon mal, wenn du es so baust. Nee, so kann das nicht gehen. Wieso ist das so schnell dunkel? Mann, sind wir nicht in der letzten Folge schlafen gewesen? Ja, halt in der letzten Folge, aber noch nicht in dieser. Ändern wir sofort. Muss man eben den Müll hier einsammeln. Mann. Immer dieses Schlafen. So schafft man doch gar nichts. Viel zu unproduktiv. Okay. Ich bin echt überlegen, ob ich noch jetzt ein paar Türen einfach dahinsetze. Wie gesagt, soll ein Ex... oder? Was ist von der Wasser? Ich dachte gerade, da draußen wäre jemand rumgelaufen. Ist aber nicht. Hab keinen eingeladen. So, das sind die Sachen, die ich mit ins Dorf nehmen möchte. Die Schienen. Die Unterkonstruktion für die Schienen. So, brauche ich Steine? Weiß nicht, ob ich Steine brauche. Ich glaube, die Wolle könnte ich erstmal wegräumen. So. Ordnung herrscht. So, damit Ordnung herrscht. Wer reden kann, ist klar ein Vorteil. Die Steine lassen wir eben hier. Nein, wir nehmen einen ganzen Stack mit. So machen wir es. So, Werkzeug habe ich. Fackeln. Könnten tatsächlich ein paar mehr sein. Machen wir uns nochmal... oh, da haben wir auch nicht so viel von. Ich glaube, ich muss nochmal eben in die Holzkiste. Das Holz da, das Werkzeugholz auffüllen quasi. So. Damit machen wir mal ein bisschen davon. Und davon. Und dann können wir sagen, so. Den nehmen wir mit. Den packen wir dahin. Den dahin.
So, den dorthin und dann haben wir die 16, um mal ein paar Fackeln zu machen. Bisschen kompliziert, aber ich meine, hey, einfach kann jeder, oder? So, das packen wir da hin. So, dann haben wir genug Fackeln. Wir haben das, die Werkzeugtische, die ich den Dorfbewohnern mitbringen möchte. Ich habe ein bisschen Eisen. Davon hätte ich jetzt gerne einen. Durch 3 sind 7. Ne, durch 6 geht es ja nicht, ne? Hier noch keine paar Türen, habe ich ja gesagt. Okay, 9 Türen. Die setzen wir mal eben kurz dahinten noch hin. Zu den Betten. Da 3. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, weil dann hätte es schon vorher funktionieren sollen. Vor allem, wenn ich mich ganz weit weg mache, dann wird es sowieso nicht funktionieren. Aber probieren wir trotzdem mal eben aus. So. Ach, da war noch einer. Ja, die stellen wir dahin. Pass auf, so rum. Als Andeutung, dass da vielleicht mal ein Haus hinkommt. So, jetzt machen wir uns auch wieder auf den Weg. Wir wollen eine Bahnstrecke bauen. Ich bin mal gespannt, ob meine Schienen reichen. Wahrscheinlich reichen die bis zur Hälfte oder vielleicht auch weniger als die Hälfte. Man weiß es nicht. Kannst du mal vielleicht schon reinhauen? Wir können auch mal wieder hier rumlaufen. Wir sind schon lange nicht mehr lang gelaufen, oder? Funktioniert der Weg noch? Nein, der funktioniert nicht. Der ist kaputt. Wieso? Da. Ups. Ich wollte eigentlich da runter. Ja, gut, dass ich mich in meiner eigenen Grafschaft so gut auskenne. Ich müsste hier mal eben spontan runter. Ja, ist eine Abkürzung. Ne? Okay. So. Von hier aus kommend werden wir eine Bahnstrecke bauen. Das wird jetzt 23 Jahre dauern. Ist wie Flughafen Niederrhein. Ne, der war schon ein bisschen schneller fertig, glaube ich. So. Und dann machen wir das hier eben so ein bisschen zu. Wir müssen eben wieder hoch, ne? Das bringt alles nicht. Wieso kann ich hier gar keine Bahnstrecke bauen? Also das muss weg. Das hat hier keine. Ja, der Nachhaltigkeit wegen werden wir das natürlich hier woanders anpflanzen. Ups. Was denn jetzt? Bin ich jetzt hier wieder. Hast du schon mal gemacht? Weißt du, wie bauen geht? Nee, ne? Ja. Genau so nicht. So. Das bauen wir mal eben zu, damit wir hier nicht direkt reinfallen. Ja. Ich hätte das gerne so ein bisschen dreispurig, damit ich daneben später die Redstone-Fackeln bauen kann. Wieso habe ich den Schienenstack, keinen vollen Stack? Wahrscheinlich hatte ich keinen, ne? So, das fängt hier an. Genau. Und schon ist der erste Stack weg. Der erste Viertelstack weg. Wie gesagt, da müssen ja auch überall noch die Redstone-Schienen und Aktivierungsschienen und sonstiges rein. Aber wir wollen ja erstmal so die grobe Richtung haben. Das funktioniert hier nicht. So kann das nicht sein. Ich muss hier doch durchlaufen. Leute, das kann auch wohl nicht wahr sein. Warum hat hier keiner gerodet? Weiß denn wieder keiner Bescheid, dass das Bauvorhaben hier kommt? Naja, das größte Planungsverfahren hatten wir jetzt nicht angestrebt dafür. Okay. Brauchen wir jetzt auch nicht. Es wird eine ganz spontane Strecke. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ihr wahrscheinlich auch. Ihr denkt wahrscheinlich auch, was macht der Trottel da wieder? Aber klar. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Das ist eine ganz tolle Schienenkonstruktion. So, hier passen wir durch. Und hier wird es auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn wir da Schienen bauen. Also müssen wir hier mal eben die Konstruktion ein bisschen ausbauen. Na?
Klappt doch, oder? Ja, kriegen wir hin. So. Hier einen Blick in die Richtung werfen. Ja, ich weiß, ich muss gleich irgendwie ein bisschen weiter nach links oder nach rechts. Nein, der sollte da rein. Wir machen das mal eben kurz hier bündig. Jetzt so bündig dann vielleicht auch wieder nicht. Ja, kriegen wir hin. Okay. Ich glaube, hier mache ich mir das Leben leichter. Hier mache ich jetzt eben mal kurz ein bisschen Plan. Ja, ich glaube, es werden auf jeden Fall mehr Schienen gebraucht. Ups. Das geht schon mal ganz gut. Allerdings brauche ich hier definitiv eine vernünftige Brücke. Dafür müssen wir allerdings auch einen Blick gleich eben werfen, ob wir immer noch in der richtigen Richtung sind. Vielleicht sollten wir das mal... Das ist die falsche Richtung, definitiv. Das sehe ich auch so. Komm mal, wir machen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Rollung. Ein bisschen Platz für die Bahnschiene. Muss sie wirklich komplett gerade sein? Nee, eigentlich nicht. Ich könnte auch ein bisschen nach links und rechts und so, aber der Einfachheit halber und wir brauchen jetzt nicht so viele Schienen. Machen wir es erstmal komplett geradeaus, um dann zu merken, dass wir vollkommen in die falsche Richtung gefahren sind. Ne? Wäre doch mal eine Idee. Nein, deshalb schauen wir mal eben kurz. Ja, hier kommen wir vernünftig dran vorbei. Der ist im Weg. Und, boah, ist das so? Dann nehmen wir ein paar Blumen für Willi mit unterwegs. Ja, den können wir auch mal wieder was Gutes tun, oder? Komm, den nehmen wir alle mit, den nehmen wir alle mit, zack. Ja. so, da wollten wir irgendwie durch. Dann da. Warum sehe ich hier die Fackel nicht mehr? Es macht mich ein bisschen nervös. Ich bin noch hier irgendwie langgelaufen. War noch nicht so lange her. Ich müsste hier langsam die Wölfe entdecken. Oh, da hinten sind die Fackeln. Stimmt, ich bin ja ein bisschen vom Weg abgekommen. Deshalb machen wir jetzt. Dann machen wir hier neue Fackeln hin. So, dann werden wir hier irgendwie lang müssen. Ja, ja. Zup. Das werden wir auch begradigen. Ich bin gespannt, wie viele Folgen wir dafür brauchen. Ne? Es kann einiges draufgehen. Ich glaube, dafür muss ich mir dann auch noch ein paar andere Gesprächsthemen suchen. Sonst wird es langweilig. Ne? Also ich meine, so kann mir ja keiner... Was denn? Ich möchte hier durch. Ich bin sowas von unfähig. Ne? Ich laufe drumherum. Auch gut. Ich bin da kompromissfähig. Ich glaube, ich habe meinen Fehler ausgesehen. Ich habe meinen Fehler. Aufpassen. So, da kommen wir auf jeden Fall richtig aus. Okay. Wir haben zumindest den Weg zum Dorf gefunden. Und guck mal, der war doch sehr geradlinig, oder? Warum bin ich beim letzten Mal so schief rumgelaufen? Weiß man auch nicht. Ich meine, ich tue manchmal Dinge, von denen ich nicht weiß, warum. Also insofern, warum sollte ich ausgerechnet jetzt damit aufhören? So, haben wir noch Zeit? Wir haben noch ganz kurz eben Zeit. Eben Zeit für Geschenke, oder? Die sind schon alle wieder schlafen gegangen. Der liegt da im Bett. Guck dir an. Okay, wir legen uns auch hin. Die Geschenke gibt es halt dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein. Das meinst du jetzt nicht ernst. Das meinst du nicht ernst. Okay, ich werde dann einfach bis zum nächsten Samstag mich hier nebenstellen und warten, bis er wieder aus dem Bett geht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Müsst ihr jetzt aber nicht sehen. Ihr dürft jetzt abschalten. In diesem Sinne, schöne Grüße vom Niederrhein und Schüps mit Yps. Geh raus, da geh. Siehst du so gut, dass du aus meinem Bett kommst. Ich möchte da drin schlafen. Ups. Ja, genau. Gute Nacht. Oh.
Hm.